Ja, absolute Neuheit ist natürlich Kryptohandel, auch bei uns möglich, das auch kommissionsfrei. Das heißt, wir bieten den Handel ohne Kommission an, mit engen Spreads, also An- und Verkaufskursen, sodass man hier im Prinzip am Puls der Zeit ist. Wir haben mit Dutzenden Regulatorien zu kämpfen gehabt und man muss sagen, die ganze Branche kämpft damit, aber wir bei JFT haben uns angepasst, schon relativ frühzeitig, und müssen sagen, während die ganze Branche kämpft, haben wir es geschafft, uns weiterzuentwickeln im Rahmen der Übernahme einer Wertpapierhandelsbank, die auch insbesondere für die junge Generation, die auch teilweise investieren will und das möglichst einfach und ohne Hürden. Und da haben wir beispielsweise unsere digitale Vermögensverwaltung JFT Invest gelauncht. Hier kann der Anleger selber verschiedene zertifizierte Strategien kopieren, in sein Konto handeln lassen, ohne selbstständig auf den Kauf- und Verkauf-Button zu drücken. Wir haben von Anfang an das Just Fair and Direct Modell etabliert. Das heißt, Transparenz für den Händler, kein Handel gegen den Kunden, aber ein riesen USP, dass wir 100% der Orders an den Markt weitergeben und zudem unser Multi-Asset-Bereich immer größer wird. Das heißt, immer mehr Anlageprodukte zur Verfügung stehen, mittlerweile über 1000. JFT will in den nächsten Jahren auch hier noch ganz andere Ziele angehen, und während die Branche halt generell ein Stück weit wackelt und mit den Regulatorien zu kämpfen haben, positionieren wir uns weiter in Richtung Wachstum. Und wir werden hier auch weiter die Bank integrieren in die Company. Und das ist eben ganz wichtig, dass die JFT Group als Ganzes mehrere Sparten anbietet und wir neben dem klassischen Brokerage eben auch Investment Banking durch die Wertpapierhandelsbank im Haus haben. Und dies auch lizenziert durch die BaFin, deutsches Institut, ein super Brand für uns, um weiter zu wachsen.